Das fühlt sich an wie eine Ewigkeit. So lange war ich nicht mehr live. Oh mein Gott, das ist zwar erst letzte Woche gewesen, aber es fühlt sich wirklich so lange her an. Ach du Scheiße. Ich hoffe, euch allen geht es gut. Peace. Hey, 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 hey. Ich bin ja auf jeden Fall zu Hause. Schön am DSDS gucken. Ich glaube, ihr alle auch, oder? Auf jeden Fall, letzte Woche war schon sehr, sehr, sehr krass. Jetzt gerade fällt mir irgendwie bei den Kandidaten auf. Ich habe das Gefühl, dass einige denken, sie sind schon Superstars. Ich bin sehr gespannt, was sie heute leisten werden, denn es sind ein paar sehr, sehr schwere Songs dabei und ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Cave, Bruder, wie geht's dir? Alles gut? Nimm Gast, please. Yes, Leute, ich werde auf jeden Fall gleich ein paar Leute Gast nehmen. Jetzt gerade ist ja noch nicht so viel passiert. Gleich kommt noch eine schöne Party für die Kandidaten. Und ich bin auf jeden Fall am Start und besuche die Kandidaten bei dieser Party. Pietro schreibt, ich soll ihm 50 Euro per PayPal überweisen. Bruder, warum soll ich dir 50 Euro überweisen? Kein Problem. Gib mir deine E-Mail-Adresse, ich überweise dir 50 Euro. Aber in Raten, okay? Und du musst es mir dann in Zinsen zurückzahlen. Guter Deal, oder? Bruder, was machst du da in Teneriffa, Mann? Darf ich bitte live, darf ich bitte dir was vorsingen? Bei der nächsten Werbepause sehr, sehr gerne. Ich bin sehr gespannt, lieber Lukas, auf deine Stimme. Zinsen, wie geil. Ja, natürlich. Also, wenn ich schon 50 Euro an den Pietro schicke, dann will ich es auch mit Zinsen zurückkriegen. Nein, Spaß, Bruderherz. So, Leute, ihr könnt gerne ein paar Fragen stellen in den Chat. Ich bin ja auf jeden Fall zu Hause am Entspannen. Heute war ein ziemlich anstrengender Tag, ganz, ganz viele Termine gehabt und es gibt auf jeden Fall einiges, einiges. Einiges zu erzählen. Jetzt noch nicht. Fisch schreibt, du bekommst 50,75 € zurück. Ja, das wäre natürlich gut. Habe ich 75 Cent plus gemacht. So macht man das. Ich nehme die Zinsen auch. Hast du ein Projekt mit Helene? Nein, ich habe kein Projekt mit der Helene, aber ich feiere sie auf jeden Fall voll. Also krasse Musiker. Krasse Musikerin. Was ist an Schada so besonders? An Schada so besonders. Also. Man muss sich nur einen Auftritt von ihm angucken und anhören, dann weiß man schon, was so besonders an ihm ist. Also seine Stimme ist auf jeden Fall sehr besonders. Ich finde ihn einfach unfassbar crazy, aber trotzdem voll sympathisch. Vorhin hat er einfach vor der Kamera so angefangen zu weinen. Man merkt einfach, dass es ihm so gut tut, mit Leuten zu sein, die ihn mögen und die ihn akzeptieren. Und deswegen finde ich, dass Schade echt ein cooler Typ ist. Wie weit er es noch schafft, das weiß ich nicht, Leute. Da bin ich mir ein bisschen unsicher, denn irgendwann sollten solche Leute wie Schade dann doch rausfliegen, meiner Meinung nach, denn es geht um die Stimme. Mike Singer, Song mit Pietro. Lass uns zusammen ins Studio gehen, Bruder. Schade kommt weiter. I don't know, ich will nicht zu viel verraten. Wie war es für dich in Mykonos? Ey Leute, Mykonos war mega, mega schön. Wir waren ja auch während der Corona. Die Landschaft ist echt schön. Ich mag das Steinige nicht so gerne. Ich bin eher der Typ, der Strand mit Sand feiert und nicht so viele Steine, aber ist auch mal cool, eine coole Abwechslung. Wann kommt eine Single mit KF? Also KF und ich haben schon geschrieben, wir wollten auf jeden Fall zusammen ins Studio gehen. I don't know. Schauen wir mal, ob wir was Geiles zusammen machen. Sind die Live-Shows wirklich live? Ja, natürlich, Leute. Die Live-Shows sind wirklich live. Und bald ist es auch schon soweit. Was sagst du dazu, dass Dieter bald nicht mehr bei DSDS ist? Leute, das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist, dass Dieter eine Legende ist. Wir verstehen uns super gut und für mich ist er einfach einer der krassesten Musiker hier in Deutschland. Und ich finde es super schade, auf jeden Fall. Kannst du mal was singen? Was soll ich denn singen? Worauf habt ihr Bock?
nicht. Verdammt, ich will dich. Ich will dich nicht. Ich will dich nicht verlieren. Ich will dich nicht verlieren. Nur für euch. Okay, Leute. Jetzt gleich geht es weiter mit DSDS. Ihr wisst, wie es abläuft. Ich poste jetzt ein neues Foto. Checkt es alle ab und kommentiert mit ganz, ganz vielen weißen Herzen. Ich werde jetzt mein Posting abchecken und eure Kommentare abchecken und dann auch eure Profile. Deswegen, ich poste jetzt ein neues Foto. Checkt es alle ab. Wir sehen uns bei der nächsten Werbepause und ich nehme auf jeden Fall ein paar von euch Gast.